gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Viele Männer sind empört. Warum wollen Frauen die gleichen Rechte wie alle Menschen? Zehntausende Jahre hat der Mann die Frau erfolgreich unterdrückt. Deswegen kommt die Forderung der Frauen nach Gleichberechtigung für viele Männer jetzt etwas plötzlich. Hier mal kurz die krassesten Fakten. 69% der Bundestagsabgeordneten sind Männer. 80% der Experten im Fernsehen sind Männer. 92% aller Oberbürgermeister sind Männer. Also hier aus meiner Perspektive sieht's nach Gleichberechtigung aus. Außerdem verdienen Frauen weniger und bekommen nur die Hälfte der Rente. Das Erstaunliche ist, Frauen werden gar nicht von Grund auf benachteiligt, sondern erst, wenn es um Macht geht. Gucken wir uns das mal vereinfacht an auf einem Pavianfelsen. Die Mehrheit aller Abiturienten und Studenten sind Frauen, aber je höher man kommt in einer Hierarchie, desto weniger Frauen gibt es. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Frauen an die Spitze kommen, aber oben wird die Luft dünn. Warum ist das so? Wissenschaftlicher Erkenntnisstand: Menschen stellen die ein, die einem ähnlich sind. Das muss keine aktive Diskriminierung sein, es ist ein unbewusster Prozess. Bayern-Vorstände stellen keine Dortmund-Anhänger ein, Männer selten Frauen. Warum gibt es trotzdem noch Leute, die gegen die Frauenquote sind? Naja, weil die Frauenquote eben die Frauen benachteiligt. Hä? Gemeint ist, weil die Frauenquote sichtbar macht, dass Frauen benachteiligt werden, werden Frauen umso mehr benachteiligt. Wer das glaubt, sagt bei einem brennenden Haus auch: Ich sollte die Bewohner nicht darauf aufmerksam machen, dass ihr Haus brennt, nachher fühlen sie sich als Brandopfer diskriminiert. Naja, gegen die Frauenquote spricht, dass sie eben die Männer benachteiligt. Die Frauenquote benachteiligt nicht die Männer. Sie beendet nur die Benachteiligung von Frauen. 88% in deutschen DAX-Vorständen sind Männer. 2015 waren weniger Frauen in MDAX-Vorständen als Männer mit den Namen Thomas und Andreas. Vereinfacht gesagt sind also ganz oben in der deutschen Wirtschaft 9 von 10 Pavianen männlich. Und das, obwohl auf dem Hügel viel mehr Weibchen mitarbeiten. Na, Vorschlag, wie wär's, wenn wir Männerobergrenzen hätten statt Frauenquoten? Männerobergrenzen sind nicht nur deswegen sinnvoll, weil kompetente Frauen endlich die Positionen kriegen, die ihnen auch zustehen, sondern auch, weil dadurch weniger inkompetente Männer in Führungspositionen landen. Ja, aber die Frauenquote beschränkt die Freiheit der Unternehmen. Und das stimmt. Wenn Pavian-Männchen die ganze Zeit Pavian-Weibchen vom Felsen schmeißen und die Pavian-Polizei dann eingreift, beschränkt es die Männchen in ihrer Freiheit. 97% der befragten Unternehmen lehnen eine gesetzliche Frauenquote ab. Männergeführte Unternehmen, die gegen Frauenquoten sind? Mich hat's überrascht. Ebenfalls überraschend fand ich, dass in der Geschichte 100% aller Könige die Einführung der Demokratie kritisch sahen. Die Freiheit des einen ist immer auch die Einschränkung des anderen. Wenn ich in meiner Beziehung die Freiheit habe, auszuschlafen, schränkt das meine Freundin ein, weil sie dann nicht Schlagzeug üben kann. Wenn meine Freundin sich die Freiheit nimmt, Schlagzeug zu üben, kann ich nicht ausschlafen. Das war ein trauriges Beispiel, weil ich keine Beziehung habe. Immerhin kann ich ausschlafen. Ich habe mir schon mal beim Aufstehen die Bänder gerissen und musste danach an Krücken laufen. Krücken sind scheiße. Aber im Vergleich zum Umfallen sind Krücken cool. Die Frauenquote macht keinen Spaß. Aber wenn Frauen dadurch die Macht bekommen, die ihnen zusteht, sollte man sie überall einführen. Einfach aus Liebe. Ja, einfach aus Liebe die Frauenquote und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Wirtschaft einführen. So wie es eben Kabarettist Nico Semsrott vorgeschlagen hat.
Das wäre doch was, oder? Ja, ich finde es einfach nur gerecht. Denn zum Beispiel beträgt die Frauenquote im Bundestag gerade einmal 30,7%, so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren. Würde der Gesetzgeber tatsächlich die gesamte Bevölkerung widerspiegeln, müssten sage und schreibe 140 mehr Frauen im Bundestag sitzen. In der Exekutive sieht es nicht viel besser aus. In den Leitungsfunktionen der Ministerien beträgt der Frauenanteil nur 35,3%. Ähnliches zeigt sich in der Wirtschaft. In den Vorständen börsennotierter Unternehmen sitzen nur ein Viertel Frauen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, Reinhard Schwarz und Andrea Behm, begrüßen Sie recht herzlich auf Radio LoRa 92.4 und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Sie haben es bereits gehört, in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Gendergerechtigkeit und fragen, wie weit sind wir heute mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Wirtschaft? Hierzu sprechen wir gleich mit der Sozialanthropologin Andrea Vetter vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Außerdem sehen wir uns zu diesem Thema ein Unternehmen genauer an, das sich der Gemeinwohlökonomie angeschlossen hat, nämlich den Sportartikelhersteller VD. Wir sind dazu ins schwäbische Tettnang gefahren und haben die Geschäftsführerin Antje von Dewitz sowie den Nachhaltigkeitsmanager Jan Lorch gefragt, wie bei VD Gleichberechtigung im Haus und in der globalen Lieferkette gelebt wird. Aber noch einmal zurück zu ein paar Zahlen. Frauen haben in der Bundesrepublik vom 1. Januar bis 18. März, also 77 Tage, umsonst gearbeitet. Du sprichst vom sogenannten Equal Pay Day. Ja, er macht deutlich, dass Frauen pro Stunde im Schnitt noch immer erheblich weniger verdienen als Männer. Gemessen am Jahreseinkommen der Männer haben Frauen bis zum 18. März quasi unentgeltlich gearbeitet. Es tut sich leider noch immer viel zu wenig bei der Angleichung der Löhne. Laut Statistischem Bundesamt verdiente eine Frau im Jahr 2018 in der Stunde im Schnitt 17 Euro brutto, ein Mann hingegen 21,60 Euro. Frauen bekommen also 21% weniger Lohn als Männer. EU-weit gibt es nur zwei Länder, in denen die Lücke größer ist: Estland und Tschechien. Die durchschnittliche Lohnlücke in der EU beträgt 16%. Etwa zwei Drittel dieser Lohnlücke erklären sich damit, dass Frauen häufiger in Teilzeit und in sozialen Berufen mit geringerem Verdienst arbeiten und seltener Chefin werden. Die restlichen 7% Lohnlücke fußen schlichtweg auf Diskriminierung, bewusste oder unbewusste, mit fatalen Folgen. Seniorinnen bekommen 46,5% weniger Rente als Senioren. Auch damit liegt Deutschland weit über dem EU-Durchschnitt von 40,2%. Nur in Zypern ist die Rentenlücke größer. Nach dem Gender Gap-Bericht des Weltwirtschaftsforums würde es weltweit noch sage und schreibe 202 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft erreicht wäre, würden wir mit der Angleichung so langsam weitermachen wie bisher. Und auch in der Bewegung der Gemeinwohlökonomie selbst sind wir noch weit entfernt von wirklicher Gleichberechtigung. Ein Blick auf die Zahlen ergibt folgendes Bild. Die deutschen Regionalgruppen werden von 31 Frauen und 80 Männern koordiniert. Das internationale Koordinationsteam, ein leitendes Gremium innerhalb der GWÖ, ist derzeit mit 0 Frauen und 3 Männern besetzt. Im internationalen Managementteam arbeiten eine Frau und 5 Männer. Als Angestellte oder freiberuflich Beschäftigte sind 6 Frauen und 12 Männer für die GWÖ tätig, wovon die Geschäftsführungsposten zu 100% in Männerhand sind. Das sind die nackten Zahlen. Und wie sieht die tatsächliche Beteiligung von Frauen in den Arbeitsgruppen und AkteurInnenkreisen aus? Ist es wirklich so, wie Soziologinnen und Soziologen der Universität Princeton herausfanden, dass Männer in größeren Gruppen öfter das Wort ergreifen und die durchschnittliche Redezeit einer Frau um ein Viertel bis zu einem Drittel sinkt, wenn es mehr Männer als Frauen in einer Gruppe gibt?
Eine GWÖ-Aktivistin hat sich die Mühe gemacht und mit der Stoppuhr nachgemessen. Bei einem Regionalgruppentreffen, an dem 3 Frauen und 11 Männer teilnahmen, dauerten die 5 Redebeiträge der Frauen durchschnittlich 7 Sekunden, wohingegen die vielen Wortmeldungen der Männer im Durchschnitt 45 Sekunden lang waren. Allein diese kleine Messung verdeutlicht, wie starr alte Verhaltensmuster sein können. Über festgefahrene Muster und neue Ansätze, diese zu überwinden, sprechen wir mit Andrea Vetter. Herzlich willkommen in der Sendung, Andrea Vetter. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Andrea Vetter, Sie schreiben, forschen, erzählen und organisieren und backen Käsekuchen für einen sozialökologischen Wandel, vor allem für das Konzeptwerk Neue Ökonomie, und veröffentlichen in der Zeitschrift Oja, enkeltauglich leben. Als Sozialanthropologin interessieren Sie sich besonders für konviviale Technik, alte und neue ökofeministische Ideen, Commons und gelingende Muster der Selbstorganisation. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie wurde 2011 in Leipzig gegründet. Etwa 15 Personen arbeiten dort an Perspektiven für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und die Natur respektiert. Das Konzeptwerk will Denkstrukturen, Lebensweisen und politische Rahmenbedingungen in der Wirtschaft verändern und schmiedet hierzu zum Beispiel auch Bündnisse mit sozialen Bewegungen, die schon heute alternative Wirtschafts- und Lebensformen vorleben, die als Anknüpfungspunkte für eine Transformation dienen könnten. Andrea Vetter, statistisch gesehen sind sogenannte Frauenberufe eher helfend und Männerberufe eher handwerklich, was manchmal mit angeblichen genetischen oder körperlichen Unterschieden zwischen Frauen und Männern begründet wird. Aber IT-Dienstleistungen erfordern keine Muskelkraft. Kräftig sollte aber sein, wer in Heimen und Kliniken alte und kranke Menschen heben muss. Warum wird die Arbeit von Frauen heute noch immer als weniger wertvoll angesehen und nicht angemessen entlohnt? Welche Mechanismen sind da am Werk? Naja, das hat natürlich historische Gründe, die zum einen damit zu tun haben, dass Männern zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg historischen Familienlohn gezahlt wird. Das Ideal war, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder oder um alte und kranke Angehörige und der Mann geht Lohnarbeiten und der Lohn, der reicht dann für alle. Während der Lohn der Frau, wenn sie Lohnarbeiten geht, das ist ja immer so ein Zuverdienerlohn, der sozusagen das Haushaltseinkommen ergänzt. Aber eine Frau ist in diesem antiquierten Bild nicht die Alleinverdienerin. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum so viele alleinerziehende Frauen zum Beispiel in Armut leben. In Deutschland sind das über 60% leben unterhalb der Armutsgrenze, weil einfach Frauenlöhne überhaupt nicht als Familienlöhne konzipiert sind. Und heutzutage ist das natürlich auch bis zum gewissen Grad nicht mehr der Fall, weil die Reallohnerhöhungen ja gar nicht Schritt gehalten haben mit den Lebenshaltungskosten. Deswegen gehen heute ja oft in Familien zum Beispiel beide Partner arbeiten. Aber immer noch ist eben, wie ihr das vorher ja schon gesagt habt in der Sendung, werden Frauenberufe eben schlechter bezahlt. Muss man dazu wissen, dass klassische Frauenberufe, wie zum Beispiel Krankenpflegerin, waren ja bis vor ungefähr 100 Jahren überhaupt nicht bezahlt. Das war ja sozusagen Ehrenamt oder in dem Sinne, ne, das haben zum Beispiel Diakonissinnen versehen, also geistliche Frauen, Nonnen, die das unentgeltlich gemacht haben. Oder Lehrerinnen zum Beispiel wurden ja entlassen, wenn sie geheiratet haben in der Zwischenkriegszeit zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch alles nicht statisch, ja. Das kann sich auch verändern. Zum Beispiel bei IT-Berufen, die Sie angesprochen haben, das fand ich ganz spannend, die galten ja, als sie aufkamen, als Frauenarbeit. Ähnlich wie Sekretärinnen. Es gab viele Programmiererinnen, die die Grundlagen der heutigen IT gelegt haben. Und das hat sich dann, als es ein lukrativerer Beruf wurde, auch gewandelt. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass Frauen im Schnitt viel weniger gewerkschaftlich organisiert sind. Was mit Zeitmangel zu tun hat, wegen Doppel- und Dreifachbelastung, weil sie eben sehr viel mehr Sorgearbeit leisten. Und weil zum Teil die Organisierung in Frauenbranchen, die eben mit Sorgearbeit zu tun haben, auch schwieriger ist. Es ist schwieriger, in der Kita zu streiken zum Beispiel, als eine Maschine zu bestreiken. Und trotzdem sehen wir, dass sich da viel verändert mit den großen Kita-Streiks zum Beispiel in den letzten Jahren oder mit dem Frauenstreik jetzt am 8. März, wo dazu aufgerufen wurde, bezahlte oder unbezahlte Arbeit niederzulegen.
Wenn wir die gesamte unbezahlte Pflegearbeit, die heute von Frauen weltweit geleistet wird, von einem einzigen Unternehmen erbracht würde, hätte dieses Unternehmen einen Jahresumsatz von 10 Billionen Dollar und wäre damit 43 Mal umsatzstärker als Apple. Da sind wir ja wieder bei diesem Gender Care Gap, über den selten gesprochen wird. Warum wird das nicht, kann das nicht stärker thematisiert werden? Warum ist das nicht stärker im Bewusstsein? Mein Gefühl ist, dass das sich gerade verändert, gesellschaftlich. Wir arbeiten ja mit dem Konzeptwerk zum Beispiel sehr eng zusammen mit dem Netzwerk Care Revolution. Und das Netzwerk hat genau zum Ziel, unter anderem diesen Gender Care Gap, aber natürlich auch generell Fragen rund um Care, rund um Sorgearbeit, also alles, was das sich kümmern um andere Menschen beinhaltet, zu thematisieren und eben auch dazu zu führen, dass das geschlechtergerechter verteilt wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass da gesellschaftlich einiges in Bewegung ist. Es gibt ein neues Väterbild zum Beispiel, was zumindest ansatzweise die Idee verbreitet, dass auch Väter sich stärker um ihre Kinder kümmern sollen. Es gibt eine stärkere Akzeptanz dafür, dass auch Väter Elternzeit nehmen, wenn auch natürlich die Zahlen zeigen, dass da noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben ist. Mhm. Aber ich glaube, ein Anfang ist da gemacht. Und es gibt durchaus auch Verbindungen, wie zum Beispiel das Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften, ein Frauennetzwerk, die arbeiten seit über 25 Jahren zu diesem Thema Sorgearbeit und machen deutlich, dass es dabei nicht nur darum geht, dass weiblich konnotierte Sorgearbeit nicht den Status hat, den sie haben müsste, weil sie ja letztlich für die Aufrechterhaltung des Lebens notwendigen sorgt, sondern dass das auch bei der produktiven Arbeit von Natur oft nicht gesehen wird und die so zusammen als die Gratis-Dienstleistung abgerufen werden. Ne, sowas wie der Apfelbaum, der wächst ja sowieso und die Frau, die gießt das dann eh und die Äpfel, die wachsen dann von selber und die Frau, die backt dann den Apfelkuchen. Und das ist alles sozusagen die unbezahlte Grundlage, die sowieso passiert, auf die wir auch nicht weiter achten müssen, damit dann anderswo die produktive Arbeit, also sprich die entlohnte Arbeit, geleistet werden kann. Sie haben vorher gesagt, dass zum Beispiel sich das Väterbild ändert. In diesem Zusammenhang eine Frage bezogen auf das Buch Imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen. Da heißt es, Zitat, der andro- und eurozentrische Lebensentwurf einer hegemonialen Männlichkeit ist integraler Bestandteil unserer imperialen Lebensweise. Zitat Ende. Eine Transformation imperialer Lebensweise muss also an den hegemonialen Normen von Männlichkeit ansetzen. Wie kommt es aber, dass zum Beispiel in der Postwachstumsbewegung das Thema Männlichkeit so selten aufgegriffen wird? Und was müsste getan werden, um dieses Kernthema des Kapitalismus prominenter zu machen und erfolgreich zu bearbeiten? Also ich habe das Gefühl, dass gerade in der Postwachstumsdiskussion das Thema tatsächlich gar nicht so selten aufgegriffen wird. Mhm. In den letzten Jahren gibt es einiges an Diskussion darüber, explizit und auch eher versteckt, dass das wenig wahrgenommen wird. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es einige prominente männliche Vertreter von Postwachstumsideen gibt, die überall eingeladen werden, die immer wieder zitiert werden. Und dass die ganzen Ideen zu Wachstumskritik und auch zu Postwachstum, die zum Beispiel Frauen wie das Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften oder auch der Bielefelder Subsistenzansatz seit 40 Jahren vorbringen, dass die dann nochmal in einem neuen Gewand präsentiert werden und diese Männer dann überall das Wort bekommen, und die relativ wenig über Männlichkeit sprechen. Aber es gibt doch einen großen Diskursraum, jenseits vielleicht jetzt von 2, 3 prominenten Vertretern, die man im Kopf hat, die sich mit diesem Thema durchaus intensiv beschäftigen. Eben, wie ich gerade schon sagte, vor allem auch vor diesem von Frauen oder von feministischen Denkerinnen formulierten Hintergrund, dass es eben so eine Gemeinsamkeit gibt von Abwertung von Naturproduktivität und Abwertung von Reproduktionsarbeit, die man zusammendenken muss, weil sie eben konstitutiv sind für unser jetziges Wirtschaftssystem, was eben davon lebt, dass es diese abgewerteten Arbeiten ausbeutet. Und deswegen ist, würde ich schon sagen, wenn wir es wirklich ernst meinen mit einer Postwachstumsökonomie, dann müssen wir die Wirtschaft
vom Kopf auf die Füße stellen und sozusagen zentrieren rund um diese lebensnotwendigen Tätigkeiten herum, die eben traditionellerweise häufig und an vielen Orten der Welt von Frauen erbracht werden. Und dafür ist natürlich auch eine sorgende Männlichkeit oder ein anderes Männerbild sehr wichtig, um zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen, dass Menschen sich einfach entfalten können. Das ist ja auch das Ziel von einer Postwachstumsgesellschaft, dass Entfaltung und Freiheit nicht nur für diejenigen möglich ist, die zufällig zu den oberen 10.000 gehören, sondern dass alle Menschen weltweit die Möglichkeit haben, gemäß ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen zu leben, egal welches Geschlecht sie auch haben. Ja, das heißt also, es liegt noch einiges vor uns und wir versuchen von verschiedenen Seiten an dieser Veränderung zu arbeiten. Leider sind wir schon wieder am Ende, weil wir in der Sendung weitermachen müssen. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön nochmal. Vielen Dank, Andrea Vetter. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Einwurf. Eine Frau, die meint, sie sei gleichberechtigt, soll durch eine Fußgängerzone gehen, ohne den Männern auszuweichen. Sagt Maria Versig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, sind wir nach Tettnang in die Nähe des Bodensees gefahren und haben den Sportartikelhersteller VD besucht. Dies deswegen, weil er schon zum dritten Mal die Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Das letzte Mal mit einem beachtlichen Ergebnis. Von insgesamt 1.000 möglichen Punkten hat das Unternehmen 631 erreicht. VD wurde 1974 gegründet und befindet sich heute in zweiter Generation zu 100% in Familienbesitz. Es entwickelt, produziert und vertreibt Outdoor-Ausrüstung, das heißt funktionelle Bekleidung für draußen, Rucksäcke und Taschen, Schlafsäcke, Zelte, Schuhe sowie Campingzubehör. In der klimaneutralen Firmenzentrale am Bodensee arbeiten 529 Menschen. Etwa zwei Drittel davon sind Frauen. In einer eigenen Manufaktur werden jährlich etwa 180.000 Radtaschen und Rucksäcke von 49 Mitarbeitenden aus 18 Nationen gefertigt. Mit einer von ihnen haben wir gesprochen. Wir sind hier an einer Prägemaschine und was machen Sie hier genau? Fornitern. Wie lange machen Sie das schon? 3 Jahre. Sie sind schon 3 Jahre bei VD? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja. Und macht es Ihnen Spaß? Ist es okay? Ja, ja, macht Spaß. Sie wissen, heute ist der Weltfrauentag. Ja, ich weiß. Was machen Sie heute noch? Heute ein bisschen kochen, putzen und dann vielleicht morgen feiern. Einwurf. Info aus einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Kochen, Putzen und Wäsche waschen kosten Frauen werktäglich 2 Stunden, Männer 52 Minuten. Wie VD als gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowohl vor Ort bei sich in Tettnang als auch in seiner internationalen Lieferkette umsetzt, das hat uns besonders interessiert. Am deutschen Firmensitz sind 40% der Führungspositionen von Frauen besetzt. Es gibt nicht nur flexible Arbeitszeiten, sondern auch ein betriebseigenes Kinderhaus mit Kinderbetreuung von 7 bis 17 Uhr. Und es ist üblich, dass auch Männer für mehrere Monate in Erziehungsurlaub gehen. Kein Wunder also, dass wegen der guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und vielleicht auch wegen der Bio-Kantine, in der wir mitessen konnten, sich die Zahl der Kinder der Mitarbeitenden seit dem Jahr 2000 verdreifacht hat. Auch verbleiben die Mitarbeitenden länger im Unternehmen. Die Fluktuationsrate unter ihnen ist niedrig. Zwar hat VD etwa 15% seiner Produktion inzwischen wieder nach Europa, nach Deutschland, Portugal und Litauen zurückverlagert, trotzdem produziert es wie die meisten Textilunternehmen hauptsächlich in Asien. In Vietnam, China, Myanmar und Kambodscha arbeitet es mit über 60 Produktionsstätten zusammen, in denen seit 2001 Produkte aus nachhaltigen Materialien umweltschonend hergestellt werden.
Letztes Jahr erschien die erste Kollektion, die zu 90% aus biobasierten, recycelten oder Naturmaterialien bestand. VD fördert darüber hinaus das Recht der Kundschaft auf Reparatur, arbeitet zu diesem Zweck mit der Reparaturplattform iFixit zusammen und hat in Tettnang eine Upcycling-Werkstatt eingerichtet, in der unter anderem 12 Geflüchtete aus Materialresten neue Produkte fertigen. Wie aber steht es um die Gleichberechtigung und die Arbeitsbedingungen der vielen asiatischen Näherinnen? 2010 trat VD der gemeinnützigen Organisation Fairware Foundation bei und lässt sich seitdem von lokalen, unabhängigen NGOs und Gewerkschaften durchleuchten und zertifizieren. So wird zum Beispiel überprüft, ob die Arbeitsverträge ordnungsgemäß abgeschlossen und die MitarbeiterInnen sozialversichert sind. Ein firmeneigener Verhaltenskodex verpflichtet das Unternehmen zudem, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass in der gesamten Lieferkette die rechtlich höchsten Arbeitsstandards gelten. Mit Antje von Dewitz, der Geschäftsführerin von VD, die sich auch deutlich für eine Frauenquote ausspricht, haben wir über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, also Sexual Harassment, gesprochen, sowie über die für die asiatischen Mitarbeiterinnen wichtige Frage der Gehälter. Antje Dewitz spricht im Interview von Wages. In der Textilbranche, in der VD tätig ist, wird in Asien produziert. Da ist die Situation von Frauen eine ganz andere als hier. Wie siehst du die Situation von Frauen in deiner Lieferkette? Also 80% etwa machen wir in Asien und da würde ich sagen, dass wiederum mindestens 80% alles Frauen sind, also Näherinnen sind überwiegend Frauen. In den Audits, also alle Produktionsstätten werden ja auditiert durch Fairware und dann auch begleitet das ganze Jahr über eben durch unser Team. In den Audits wird explizit eben auch nach dem Punkt Sexual Harassment eben geschaut. Da habt ihr aber selber noch gar keine Beschwerden in dem Bereich. Da haben wir in dem Bereich, soweit ich weiß, keine Beschwerden. Also Themen bei uns, die uns beschäftigen, sind Überstunden, sind ja, Wages natürlich auch, aber Sexual Harassment habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Wenn ihr in China produziert, habt ihr Gesamtangestellte von ungefähr 2700 in euren Subunternehmen. Und davon sind relativ viele dann doch eben in höheren Managementpositionen. Im Verhältnis von Männern zu Frauen 2:1. Es sind doppelt so viele Männer in Managementpositionen als Frauen im Verhältnis zur Aufteilung von Mann und Frau im Gesamt- und Subunternehmen. Gibt es da irgendwelche Einflussmöglichkeiten von VD über Fairware Foundation in diese Relation, in diese kulturell fest verfahrenen Genderstrukturen und Muster ein bisschen Anstöße zu geben? Oder ist das einfach zu weit weg, weil ihr einfach keine Entwicklungshilfe betreibt, sondern weil ihr ein Wirtschaftsunternehmen seid? Das ist nicht im Fokus sozusagen. Also da sind andere brennende Punkte im Fokus, wie eben Analysen, warum entstehen so viele Überstunden, wie sind die Lohngefüge, welcher Anteil hat VD davon, wie können wir dazu beitragen, dass die Lohngefüge höher werden. Das sind einfach Themen, die aktuelle Themen auch sind sozusagen. Da ist das Thema Frauen in Führungspositionen tatsächlich keins, was bei uns im Fokus ist. Aber Frau am Arbeitsplatz, was jetzt zum Beispiel Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge angeht, ist ja nicht nur hier, sondern auch in Asien. Also das ist auch ein Themen. Ganz großes Thema. Und da haben wir in den Statistiken gesehen, die Fairware Foundation sehr transparent und sehr klar zur Verfügung steht. Habt ihr jetzt bei 47 Unternehmen in Vietnam und bei 10 Unternehmen in China, da gibt es viele Schwachstellen noch. Und da schaut Fairware Foundation zwar genau hin, aber wie ist es hier beim Endauftraggeber in Tettnang auf dem Schirm? Oder ist das ist Teil des Audits und das heißt, also man muss sich so vorstellen, einmal im Jahr wird auditiert und dann gibt es einen Report. Wie entsteht dieser Report? Der entsteht dadurch, dass vor Ort geschaut wird, dass in die Bücher geschaut wird, dass Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern vor Ort, aber auch anonym geführt wird. Also es wird sehr inhaltlich breit eben so ein Report erstellt. Dann geht der Report an das Unternehmen und an uns. Und dann werden Punkte, die gegen das Gesetz verstoßen, müssen sowieso sofort verändert werden. Und Schwachpunkte müssen angegangen werden. Und wir müssen nachweisen, beziehungsweise das Unternehmen muss nachweisen, aber letztendlich sind wir dann dafür verantwortlich, dass das Unternehmen das tut, das Produktionsunternehmen, dass diese Themen angegangen werden. Also was jetzt zum Beispiel Arbeitsschutz angeht, da müssen Schulungen stattfinden, da ist ja ganz viel, dass da einfach auch legalen Vorschriften entsprochen werden muss. Und wir haben ein großes Team in Asien, also wir haben 5 VD-Mitarbeiter in Vietnam und ich glaube 5 in China, die kontinuierlich mit den Unternehmen an diesen Reports arbeiten und diese Schwachstellen mit eben angehen, die auch geschult sind auf die Thematik, die unterstützend zur Seite stehen, die auch selber Schulungen machen.
Von daher ist es unsere Thematik sozusagen und wir sind ganz eng dran, um da Abhilfe zu schaffen. Mhm. Aber ihr verlasst euch dann mehr oder weniger auf die Expertise von Fairware Foundation im sozialen Bereich. Was die Audits angeht, die Audits werden durch Fairware gemacht. Das ist ja natürlich auch der objektive Charakter. Wir wollen ja uns nicht selber auditieren, sondern wir wollen uns ja durch dritte Stelle auditieren. Wir haben den Leader-Status und wir werden auch geratet jedes Jahr. Also wir als Unternehmen werden eben auch geratet, wie gut wir das machen, wie gut wir die Themen abverfolgen, wie gut wir auch intern in unseren Prozessen und Verantwortlichkeiten aufgestellt sind und wie ernst wir unsere Themen nehmen und wie voran die wirklich schwierigen Herausforderungen auch treiben. Und wir haben den Leader-Status und wir haben das beste Rating aller Unternehmen. Ihr habt nämlich von 100 zu vergebenen Punkten habt ihr 94 erhalten. Genau, also auch den Leader-Status. Wir nehmen das sehr ernst, wir haben da unheimlich viele Menschen auch drin, die sich um diese Themen kümmern. Und es geht vielleicht auch, wie wird das auf der Seite der Kundschaft angenommen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte? Ist es tatsächlich ein erhöhter Bewusstseinsstand jetzt der Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland, die sagen, das ist uns eigentlich auch wichtig und das lassen wir uns was kosten? Erstes ja, zweites oh ja. Also was meine Wahrnehmung ist, sowohl durch Befragungen, die man ja weltweit sieht, dass die Menschen sich immer bewusster werden, dass ihr Konsum einen Einfluss hat auf globale Herausforderungen, dass sie ganz konkret sozusagen da Einfluss nehmen und eben auch Ursache oft sind von globalen Herausforderungen. Das wird immer bewusster und auch dieser Wunsch danach, eigentlich mit gutem Gewissen einzukaufen und zu konsumieren. Das steigt. Die Bereitschaft oder dann auch tatsächlich das zu tun und dafür mehr zu zahlen, da ist auf jeden Fall ein Gap dazwischen. Mhm. Durch Komplexität, weil sie nicht wissen, was ist denn die bessere Lösung, weil klar, das ist nicht, man kann nicht sagen, alles ist perfekt. Das kannst du in dieser Welt nie sagen. Aber diese Welt ist eben leider auch durch die Medien so gestrickt, dass wenn nicht alles perfekt ist, dann ist es schlecht, schwarz oder weiß. Nein, es gibt Zwischentöne. Aber diese Zwischentöne zu kommunizieren und dass sie auch beim Endkunden ankommen und dass der auch das Verständnis dafür hat und darum bereit ist, mehr dafür zu zahlen, das ist echt noch ein langer Weg. Ihr seid nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern ihr wollt auch politisch was verändern und seid in verschiedenen Bündnissen, auch im Textilbündnis. Dass ein runder Tisch ist, an dem rund 130 Vertreter und Vertreterinnen aus 5 Akteursgruppen sich zusammensetzen und daran arbeiten, soziale, ökologische und ökonomische Verbesserungen entlang der gesamten Textillieferkette zu erreichen. Was gibt es aus dem Bündnis jetzt Neues zu berichten? Was sind deine Erfahrungen daraus? Was sind deine Hoffnungen? Und wie erfährst du Solidarität in diesem Bündnis oder eben auch nicht? Also in dem Bündnis wird eines sehr transparent, dass das unheimlich schwer ist, in so einem demokratischen Diskurs zu guten Standards und Lösungen zu kommen, weil einfach die Interessenlagen und Ausgangslagen so unterschiedlich sind. Das sind etwa 50% der Player in der Bekleidungsindustrie sind da involviert, aber 50% eben nicht. Das heißt, das ist schon mal dass viele Unternehmen da eben sagen, oh, also jetzt bloß nicht zu hoch die Standards legen, weil das sind ja dann Wettbewerbsnachteile, noch leider, die 50% dann eben nicht haben. Dann lass uns doch lieber gleich gesetzliche Standards schaffen, dann sind wir alle in einem Boot. Die anderen sagen wiederum, oh je, da ist ja auch Kick und Lidl drin, da will ich als vielleicht Öko-Bekleidungsanbieter, mit denen will ich gar nicht in ein Boot kommen. Da befürchte ich eine Aufweichung von Standards und da kann ich mich ja eigentlich nur verschlechtern. Also zwischen den beiden Polen da vorwärts zu kommen, ist mühsam, aber auch spannend. Und was ich wirklich toll und bemerkenswert finde, weil das ist ja auch, seit ich engagiert bin im Bereich Nachhaltigkeit, schon immer meine Forderung, wir brauchen politische Lösungen. Wir brauchen gesetzliche Rahmengebung und Impulse. Und der Minister Müller, CSU-Minister, finde ich auch spannend, ist da wirklich mit ganz viel Leidenschaft dabei und hat jetzt ein neues Sorgfaltspflichtengesetz als Entwurf vorgelegt. Genau. Was hältst du davon? Ja, aus meiner Sicht spitze, weil das genau das eben voraussetzen würde, dass wir eine gesetzliche Grundlage schaffen, die alle Unternehmen darauf verpflichtet, gesetzliche Grundlagen einzuhalten. Also, dass in der Lieferkette eben ökologische und soziale Verantwortung übernommen werden muss. Also all das, was wir aus reiner Freiwilligkeit heute machen, wäre dann für alle. Also es wäre für uns ein Riesenschritt nach vorne. In Sachen der volle Unterstützer. Absolut. Von einer gleichberechtigten Ausgangslage, von der Wettbewerbsgleichheit und um das Thema überhaupt voranzubringen, das wäre ein Riesenschritt. Aber geht es nur so oder gibt es vielleicht doch auch noch einen anderen Weg? Den Weg der Freiwilligkeit. Der Weg der Freiwilligkeit, das ist ja der, den Sie gerade prüfen. Also es gibt ja eine Befragung der großen Unternehmen, die bis Jahresende eben ausgewertet sein wird, ob eben bereits jetzt auf freiwilliger Basis schon genügend Verantwortung und Sorgfaltspflicht in den Lieferketten übernommen wird. Und danach wird entschieden, ob das auf gesetzliche Grundlage gestellt wird oder nicht. Mir wäre das Zweite wesentlich lieber, weil auch die Angaben in dieser Befragung auch freiwillig sind. Keine Ahnung, wie valide die da auch tatsächlich sind. Es steht ja nirgendwo, also auch in den Verfassungen nicht, dass die Wirtschaft dem Profit dienen soll, sondern die Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen und Eigentum soll zum Wohle der Gemeinheit eingesetzt werden.
Und die Konsequenz ist dann auch, dass man sich eben damit beschäftigt, ja, inwieweit ist denn das der Fall und inwieweit wird hier einfach Wirtschaft betrieben zum Wohle Einzelner, auf Kosten von anderen. Ich denke, so eine Haltung wird vor allem von denjenigen vertreten mit einer Inbrunst, die sich zu wenig auskennen mit den Konsequenzen des wirtschaftlichen Handelns und mit den Nachteilen für andere Menschen und für die Umwelt, die das einfach nicht vor Augen haben. Denn man kann die Augen eigentlich nicht mehr verschließen, wenn man sich mal den Konsequenzen ausgesetzt hat. Von Umweltgiften in Flüssen, von Kinderarbeit in Asien oder sonst irgendwas. Wirtschaft muss wachsen. Was sagst du zu diesem Satz? Ja, das ist ein schwieriger Satz. Ich würde am liebsten sagen, muss nicht wachsen, ist Schwachsinn. Wir sagen, für uns gerade müssen wir, oder sage ich, in der Branche, in der wir uns befinden, in dem Wettbewerb, in dem wir uns befinden, müssen wir als VD wachsen. Also für mich kann ich diesen Satz gar nicht ablehnen, weil wir in einer ganz starken Konzentrationsphase in der Branche sind. Das heißt, sowohl meine Wettbewerber werden immer größer, als auch meine Kunden werden immer größer. Wenn ich klein bleibe, dann bin ich ganz schön angreifbar sozusagen. Denn je größer die Kunden werden, desto größer werden die Margenforderungen auch. Und je kleiner ich bin, desto weniger habe ich dem entgegenzusetzen. Und je größer meine Wettbewerber werden, desto noch mehr Macht haben sie im Hinblick auf große Marketinggelder und auf ja, Einflussmöglichkeiten. Das heißt, um in diesem Markt bestehen zu können, ist für VD Wachstum angesagt. Das ist das eine. Generell gehen wir aber bei VD gleichzeitig auch einen anderen Weg, dass wir alles dafür tun, dass unsere Produkte immer langlebiger sind, dass wir alles dafür tun, dass das auch ein zweites und ein drittes Leben hat durch Reparaturservices, durch auch Ausleihservices, durch Wiederverkaufsmöglichkeiten, durch Upcycling. Weil wir unseren Weg so sehen, ja, wir möchten als Unternehmen wachsen, aber nicht, indem wir laufend mehr Ressourcen verbrauchen, sondern indem wir in Richtung der Kreislaufwirtschaft gehen, indem wir eben parallel zu unseren Produkten auch Dienstleistungen anbieten und indem wir mehr zu so einem lebenslangen Partner werden. Wir gehen sozusagen beide Wege. Wir möchten weiterhin wachsen, um in dieser Branche bestehen zu können, möchten aber möglichst ressourcenneutral wachsen. Einwurf. Auf einer Liste in einer Büroküche der Tageszeitung Taz steht: Wir machen Unsichtbares sichtbar. Trage dich ein, wenn du etwas sauber gemacht hast, was du nicht schmutzig gemacht hast. Von 20 eingetragenen Personen sind 17 Frauen und 3 Männer. Zurück zu VD. Das Unternehmen erstattet umfassend Bericht über sein unternehmerisches Handeln und das nicht nur nach einem, sondern gleich nach mehreren Berichtsmodellen. Es berichtet nach dem EMAS-Berichtsmodell, nach dem Modell der Global Reporting Initiative, GRI, und nach ISO 14001. Und schon zum dritten Mal verwendet es auch das Berichtsmodell der Gemeinwohlökonomie. Darüber haben wir mit Jan Lorch, dem verantwortlichen Nachhaltigkeitsmanager, gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum VD sich noch zusätzlich für eine Gemeinwohlbilanzierung entschieden hat. Das sind ja ganz unterschiedliche Berichtsformate, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Bei der Gemeinwohlbilanzierung hat uns gut gefallen diese Soll-Komponente, ja, also dass so praktisch eine normative Komponente dabei ist, die es bei GRI zum Beispiel gar nicht gibt. Da ist es ja rein deskriptiv. Und hier war so ein Bewertungsmaßstab drin, was denn als gut oder sehr gut gesehen wurde und uns daran zu messen, an so einer normativen Vorgabe, die ja auch, sag ich mal, ethisch begründet war. Das hat uns eigentlich gut gefallen und wir sind der Meinung, dass es gut zum Unternehmen und auch zur Unternehmenskultur passt. Deswegen ist das ein ganz anderer Ansatz, wie jetzt eben GRI oder wie EMAS, das ist nochmal anders. Sehr stark Energiemanagement, Wassermanagement und so weiter. Und dort geht es eigentlich sehr viel mehr um eine ethisch korrekte Unternehmensführung, die dann auch bewertet wird. Und den Ansatz, den haben eben die anderen Berichtsstandards ja gar nicht. Ist der Berichtsstandard der Gemeinwohlökonomie bei anderen Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben, schon bekannt? Also grundsätzlich wird ja immer mehr, sagen wir mal, von unseren Neudeutsch Stakeholdern verlangt, dass wir transparent sind und berichten, was wir tun. Und wir wollen ja auch transparent sein. Deswegen ist Reporting an sich wird schon nachgefragt. Explizit jetzt bestimmte Standards, insbesondere auch die Gemeinwohlökonomie, kann ich jetzt nicht erkennen, dass da eine besondere Nachfrage danach steht. Also das ist eher was sage ich mal, CSR-Profis oder Leute, die sich einfach gut auskennen in der Materie oder da eine besondere moralische Verantwortung spüren, dann nachfragen. Die kennen das, aber sind eher Spezialisten. Und
Es mangelt ja, sage ich mal, auch in größeren Unternehmen immer noch, die dieses Reporting machen. Also im Sparda-Bank in München ist gut, natürlich hier in der Gegend. Rapunzel macht es, glaube ich, auch. Gell? Das ist natürlich bekannt, aber das sind ja schon die größeren Unternehmen. Wäre natürlich gut, wenn DAX-Unternehmen sich dem Berichtsstandard dann auch verpflichtet fühlten. Das würde wahrscheinlich die Bekanntheit deutlich steigern. Was könnte die Bekanntheit der Berichterstattung nach der Gemeinwohlökonomie noch weiter steigern? Das ist eine gute Frage, die jetzt gar nicht so einfach zu beantworten ist. Natürlich eine gewisse Akquise-Tätigkeit auf der einen Seite. Ich meine, Christian Felber ist bekannter geworden die letzten Jahre, aber es ist ein mühsamer Weg, sage ich mal. Natürlich, wenn Gebietskörperschaften, sage ich mal, auf der Landesebene, wie jetzt Baden-Württemberg oder Bayern sagen würden, das ist gut, wenn ihr es macht. Klar, das ist immer so, dass die Wunschvorstellung, wenn sie das verknüpft wird mit Steuervergünstigungen und sonstigen Erleichterungen, wäre es natürlich perfekt. Oder immer mit Auftragsvergabe, wäre ja schön. Mit Auftragsvergabe öffentlicher Hand, ist aber auch ein spannendes Thema. Und dann würde es natürlich unheimlich befördern, ja. VD ist Mitglied im sogenannten Textilbündnis. Dabei handelt es sich um einen runden Tisch, an dem rund 130 Vertreter und Vertreterinnen aus 5 Akteursgruppen, also der Bundesregierung, der Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Verbänden sitzen und daran arbeiten, soziale, ökologische und ökonomische Verbesserungen entlang der gesamten Textillieferkette zu erreichen. Was können Sie, Jan Lorch, aus diesem Textilbündnis berichten? VD war Gründungsmitglied, fangen wir vielleicht mal so an, vom Textilbündnis vor 5 Jahren. Ich selber war, glaube ich, 1,5 Jahre in dem Interimsteuerkreis, der praktisch das mit auf den Weg gebracht hat, das kann man, glaube ich, schon sagen, weil das grundsätzliche Regelwerk erstellt hat. Der besteht ja aus, wie Sie gesagt haben, Bundesregierung, NGOs, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, Kirchen. Der Steuerkreis trifft sich sehr oft, ich glaube 8-mal im Jahr. Und dann gab es lange Arbeitsgruppen, da waren wir aktiv auch in der Arbeitsgruppe Review-Prozess bis letztes Jahr, dann wurde wieder umstrukturiert. Und seitdem sind wir in der Chemiefasern-Gruppe noch drin, also das ist für uns eine wichtige Gruppe, viel wichtiger als jetzt die Naturfasergruppe, weil einfach wir so viel Chemiefasern verarbeiten. Und die treffen sich vielleicht 2-4 Mal im Jahr, diese Arbeitsgruppen. Und dann gibt es verschiedene Bündnisinitiativen, allerdings sehr stark bezogen jetzt auf Bangladesch oder Indien. Jetzt soll was kommen in Kambodscha, wo man sich praktisch konkret projektbezogen engagieren kann. Und dann gibt es jede Menge, sage ich mal, Webseminare, Schulungsseminare für die Textilbündnismitglieder. Und grundsätzlich sind ja 50% der deutschen Textilindustrie ungefähr im Textilbündnis drin. Das kann man jetzt sehen, wie man will, das Glas halb leer, halb voll. Ist es zu viel, zu wenig? Es sind auch große drin, wie der Otto zum Beispiel oder Boss. Es sind auch andere Outdoorer drin neben uns, wie jetzt zum Beispiel der Scheffel oder der Deuter. Zum Beitritt braucht es ein Baseline-Reporting und dann braucht es jährliche Roadmaps, die die Ziele schreiben und die Maßnahmen, wie man dorthin kommt. Mhm. Und das in verschiedenen Themenfeldern. Das Ganze ist sehr umfangreich, IT-gestützt über ein System. Zudem müssen sich die Mitglieder verpflichten, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das hat jetzt einige, vor allem kleinere und mittelständische, dann schon zu veranlasst, entweder ausgeschlossen zu werden oder selber auszutreten. Und was dann wieder schade ist, weil gerade kleine, nachhaltig innovative Firmen eigentlich gebraucht werden. Jetzt gibt es ja von Entwicklungsminister Gerd Müller den Entwurf eines Sorgfaltspflichtengesetzes. Dieses Gesetz sieht menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten für große Unternehmen vor, schreibt entsprechende Sanktionsmöglichkeiten fest und verbessert auch den Zugang zur deutschen Justiz für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen aus dem Ausland. Stammt dieser Entwurf auch aus dem Textilbündnis oder stammt er von woanders her? Ich würde schon sagen, indirekt ist es ein Ergebnis des Textilbündnisses, das daraus resultiert, dass man ja immer redet von gleichen Wettbewerbschancen und im Textilbündnis eben nur 50% der Textilindustrie drin sind. Also braucht es bis zum gewissen Level, sage ich mal, die gleichen Spielregeln und die möchte man schaffen
mit eben diesem Sorgfaltspflichtgesetz, um da gleiche Rahmenbedingungen für alle Textilunternehmen zu schaffen. Das ist schon der Hintergrund. Ich glaube, wenn jetzt 100% der Textilindustrie im Textilbündnis wäre, also würde ich mutmaßen, gäbe es den Entwurf nicht. Was könnten wir von der Zivilgesellschaft tun, um dieses Sorgfaltspflichtengesetz Wirklichkeit werden zu lassen? Ja gut, das Sorgfaltspflichtengesetz ist natürlich höchst umstritten in der Wirtschaft. Ich würde mal sagen, die großen Textilverbände sind voll dagegen. Weiß nicht, ob die Unterstützung unbedingt aus der Wirtschaft kommt. Klar, progressive Unternehmen wie wir würden sagen, oder sagen wir ja auch, das ist eigentlich für uns okay. Wir sehen es auch komplementär zum Textilbündnis. Die Verbände und auch große Konzerne, ich glaube auch wie in Otto oder so, sind eigentlich eher dagegen. Die Gründe sind natürlich, dass das schon sehr weitreichend ist. Also der Entwurf des Sorgfaltspflichtengesetzes ist ja sehr, sehr weitreichend. Verpflichtet ja mich als deutsches Unternehmen, Verantwortung zu übernehmen für meine Supply Chain, auch wenn ich nicht vertikalisiert bin, sondern wenn ich ja meine, was ja die Regel ist bei uns zum Beispiel und bei vielen anderen, meine Aufträge vergebe an einen dritten Unternehmer. Und ich bin mitverantwortlich dafür, dass, was weiß ich, sehr viele Bestimmungen, soziale Bestimmungen, Feuer, Brand und so weiter, Bestimmungen dort die Richtigkeit haben. Muss auch Audits machen, muss jedes Jahr eine Risikoanalyse machen mit meinen ganzen Lieferanten. Und wenn ich das nicht tue, beziehungsweise wenn was passiert und ich kann nicht nachweisen, dass ich meiner Sorgfaltspflicht Genüge getan habe, werde ich vor deutschen Gerichten nach deutschem Recht unter Umständen verurteilt, also sind ja Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände drin. Und das ist natürlich was schon ein Novum ist, dass ich verantwortlich bin für dritte Unternehmen in weit entfernten Ländern. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Wird dieses Sorgfaltspflichtengesetz kommen? Es gibt ja noch eine praktisch große Hürde, das sind die Ergebnisse des Monitorings nach dem nationalen Aktionsplan. Der soll ja die Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen. Dann soll entschieden werden. Ich kann jetzt so richtig abschätzen, wie das Monitoring ausfällt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Gesetz eher kommt, weil ich glaube, auch die SPD stark dahinter steht. Also das Ministerium vom Hubertus Heil steht stark dahinter und es passt sehr gut in, sage ich mal, politisch gerade in die Erneuerung der SPD. Und das Aufkeimen der traditionellen Werte, die die SPD immer vertreten hat, da passt es natürlich super rein. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der politische Wille da auch im Arbeitsministerium sehr hoch ist. Im BMZ, im Müller-Ministerium ist es auf jeden Fall da. Einwurf. Wenn die US-Richterin Ruth Bader Ginsburg gefragt wird, wann es genügend Frauen am neunköpfigen US-Supreme Court geben wird, sagt sie: Wenn es 9 sind. Die Leute sind dann schockiert, erzählt Ginsburg. Aber es gab dort auch 9 Männer und niemand hat das je in Frage gestellt. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinhard Schwarz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Gemeinwohl.